Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass wir es nicht in einem Rutsch schaffen werden. Es war nämlich doch ziemlich happig am Anfang. Was aber gut ist. Gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Helden sofort alles schaffen und nie Probleme haben. Das gehört ja zum Heldsein dazu. Die Herausforderung und der Feind, also der Bösewicht. Wenn der nicht gut ist, dann kann der Held auch nicht gut werden. Aber jetzt erstmal Spinnen töten. Spinnennest? Mhm. Great, I needed to hit something. Genau, töten, Talana, töten. Hauen, hauen. Ah, Gift. Weg mit dir. Wir haben noch keine ordentlichen Heilzauber, nehme ich an. Was hast du denn, Janni? Behände, achso, ist der Passivbonus. Du hast Eisstrahl, Umschlingen und himmlische Rüstung. Das war's an Zaubern. Du hast einen Rüstungsdebuff, Feuerstrahl, Windstoß und nicht angegriffen werden können für eine Runde. Ja, nee, du. I. Den benutzen. Oh, da kommt gleich der nächste. So, jetzt kommt der Punkt, den ich angesprochen hatte bei der neuen Klasse für die Zwergen. Diese Schützenklasse. Die hatte später die Fähigkeit auf eine größere Reichweite mit Armbrüsten. Weil jetzt die Spinne da, die greift uns nicht an. Obwohl wir hier hin und her tanzen, wie wir wollen. Weil sie halt 1, 2, 3, 4 Felder von uns weg ist. 1, 2, 3. Ja, ich glaube 4 Felder. Hätten wir jetzt aber diese Klasse mit dieser Sonderfähigkeit, hätten wir die Spinne wahrscheinlich hier schon aggroen können und dann 2 Felder länger auf sie schießen. Was aber nicht wirklich Sinn macht, weil dann können ja alle 4 Helden 2 Felder früher auf einen Gegner schießen. Und das ist, wow, das ist einfach nur sehr viel mehr Schaden, bevor der Gegner rankommen kann. Aber müsste man mal testen. Jetzt wollen wir erstmal die Spinne töten. Du hast keine Armbrust? Du hast eine Armbrust. Du hältst die Füße still, du zauberst. Und sobald sie dran ist, ist sie tot. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Ja. Oh, du kannst. Du hast keinen Stab, du hast keinen Dolch und du bist dir zu fein, mit den bloßen Fäusten anzugreifen. Okay, kann ich nachvollziehen. Weg mit dir, Spinne. So, das sieht gefährlich aus. Oh. Hauen, hauen. Verteidigen, hauen. Oh. Hauen, hauen. Verteidigen, hauen. Wir brauchen unbedingt eine Waffe für sie. Und Geruman sieht echt übel aus, wenn er vergiftet ist. Ah. Ja, oh. Schnell, 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 schnell. Trinken. Gegengift. Gegengift. Können wir hier irgendwo rasten? Hier können wir rasten, okay. 8 Stunden lang gerastet. Volle Zauberpunkte. Jetzt können wir weitergucken. Wirklich viel Beute haben wir bisher noch nicht gemacht. Aha. Oh. Kuckuck. So, sind 2. Können wir ruhig mit den Zauberpunkten verbraten. Weg, weg. Hau, hau. Ah, Terrik sollte vielleicht mal anfangen mit Spotten. Du spotte. Du stirbst hoffentlich. Sehr gut. Es dürfte nur Terrik angegriffen werden. Genau. So können wir verhindern, dass alle vergiftet werden. So, du zauberst und vorbei. Bestiariumseintrag für Spinne wurde aktualisiert. Stimmt, das haben wir uns auch noch nicht angeguckt. Tagebuch, Bestiarium. Kritischer Schaden steht nicht da. Lebenskraft 111. Widerstandsdinger sind noch nicht angezeigt. Und ich glaube, das hier ist auch neu. Das volle Drehen, oder? Fügt dem anvisierten Gruppenmitglied im Umkreis von 4 einen Schaden zu und belegt sie in den Zustand vergiften. Ja, okay.
Kisten plündern. Oh, 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 Tirik, Entschuldigung, Entschuldigung. Hier, bitte. Stammesstab, Augapfel, Amulett, Gold, Heiltränke. Kannst du Stäbe benutzen? Nein, natürlich nicht. Hast ja bloß eine Nahhand. Ich habe ihr nämlich die Fähigkeit Stäbe nicht gegeben, sondern sie hat einfach nur Dolche. Müssen wir mal gucken. Magiersandalen. Du zieh Schuhe an. Du kannst auch keinen Stab tragen. Ja, das kann einfach alles weg, würde ich sagen. Du machst gar nichts, richtig? Ja, einfach nur verkaufen. Zauberpunkte sehen nicht gut aus. Also wieder ein taktischer Rückzug. Sip, 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 sip. Bis das da aufleuchtet. Mhm. 16 Stunden schon im Spinnennest. Er muss sich auch wundern, was zur Hölle machen diese Helden hier. Alle 5 Minuten bleiben sie stehen und schlafen. Hier ist nichts. Okay. Das da sieht aus wie der Punkt, wo die Riesenspinne kam. Kämpfen wir. So, was hast du für eine Fähigkeit da? Immunität gegen Gedanken und Körpermanipulation sowie Gift. Ja, das macht Sinn. Rüstungsklassen-Debuff. Tirik ist vergiftet, also spottet er. Du, eine himmlische Rüstung schützt die Gruppe vor den nächsten 65 Schaden. Und du haust einfach. Au, genau. Du spottest wieder. Du hältst ganz schön viel aus. Aber Feuer scheint dir gut weh zu tun. Du spottest wieder, du zauberst wieder, du trinkst einen Zaubertrank. Wow. Füllt ganz auf, okay. Wir haben noch sehr wenig Zauberpunkte. Du haust. Du spottest, du Zaubertrank, du Feuerstrahl. Und Tirik ist gleich kaputt. Du Heiltrank. Aber guck mal, wir müssen jetzt schon so viele Ressourcen einsetzen. Also jetzt schon 2 Zaubertränke, 1 Heiltrank. Das wird bestimmt noch mehr. Weil wir gerade mal ein Viertel geschafft haben. Und das ist auf den normalen Schwierigkeitsgrad. Wenn das jetzt der harte Schwierigkeitsgrad wäre, weiß ich auch nicht, wie man das hätte machen sollen. Wahrscheinlich müsste man erstmal die ganze Stadt abklappern, alle Sachen ausplündern, die man ausplündern kann, und dann beim Händler genau die richtigen Sachen kaufen. Also so eine richtige Herausforderung. Hauen, zaubern. Ja, wir könnten Schattenmann zaubern. Denn verfehlt er uns auf jeden Fall. Nur macht sie halt mit ihrem Feuerstrahl am meisten Schaden. Ja, nö. Lieber ein bisschen aggressiver. Dann ist das Ding schneller tot, dann werden wir auch weniger häufig getroffen. Mein Tirik braucht jetzt einen Mana-Trank, um mehr spotten zu können. Nee, lass mal. Hauen. Heilige Rüstung. Hauen. Oh, das war Gratelana. Abgewehrt. So, du hauen. Du zaubern. Du zaubern. Du haust. Du Zaubertrank. Du Zaubertrank. Du hauen. Du hauen. Armer Tirik kriegt durchgehend auf den Deckel, selbst wenn er nicht spottet. Zaubern. Zaubern. Hauen. Ja, immer auf Tirik. Sehr gut. Hauen, hauen. Zaubern. Zaubern und vorbei. Gut gemacht. Ein unbekanntes Holzschild und ein Wiederherstellungstrank. Regeneriert nach dem Verzehr die gesamte Lebenskraft und das gesamte Mana. Was? Klingt sehr mächtig. Nächste Seite. Alles, was hier unten ist, dürft ihr behalten. Oh, Level Up. Klick. Was kriegst du denn mal? Du kriegst etwas Wahrnehmung, etwas Vitalität und Rest Macht. Du kriegst etwas Wahrnehmung, etwas Vitalität, mehr Macht. Du kriegst etwas Vitalität, etwas Geist, mehr Magie. Und du genauso. Etwas Vitalität, etwas Geist, mehr Magie. Bestätigen.
Das Ding können wir selber nicht identifizieren. Dafür müssen wir zu der einen Händlerin. Und du musst erstmal was trinken. So, aber dank unseres Level-Ups haben wir anscheinend wieder volle Lebenspunkte. Also wir können wirklich noch ein bisschen hier unten rumschnüffeln und versuchen, Beute zu machen. Da hinten war übrigens... Ich guck mal kurz hin. Genau, da hinten war das Diebeslager. Aber ich glaube, das war ganz schön garstig da. Da gab es eine Elite-Spinne oder so. Gucken wir so ein kleines bisschen hier rein. Oh, Riesenspinne. Hauen. Zaubern, zaubern, hauen. So, weg mit dir. Ja, hier ist das Lager. Und da ist die Kiste. Gut, wenn irgendwas Garstiges kommt, dann verbrauchen wir alle unsere Mana und Heiltränke. Das passt schon. Jetzt können wir ja neue kaufen. Finde die Truhe. Das ist nicht wirklich schwer. Aber jetzt haben wir hinter uns die Spinnen. Richtig. Komm her. Du zauber jetzt schon mal die heilige Rüstung. Du zählt nur eine Runde. Du wartest, wartest, wartest. Hallo, Krabbe. Du Eisstrahl, du Feuerstrahl. Du bist gar keine Elite-Spinne, du bist eine ganz normale Spinne. Umso besser. Hau, hau. Hau. Verteidigen, verteidigen, verteidigen. Bist du eine Elite-Spinne? Glaub nicht. Verteidigen, 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 verteidigen. Nö, auch nicht. Ah, sehr gut. Dann habe ich das irgendwie verwechselt. Und die Viecher kamen dann erst später. Feuerstrahl, hauen. Nee, hauen. Und weg mit dir. Hey, du lebst ja noch. Weg mit dir. Das Giftbild müsste echt noch geändert werden vor Release, bitte. Das sieht komisch aus. Was haben wir hier? Mehr Gegner. Und nö, ich will jetzt nicht noch mehr Zaubertränke verbrauchen. Kosten ja doch Gold und so. Deswegen versuche ich hier zu schlafen. Ja, sehr gut. Great. Da kommt auch eine Spinne von links. Jo. Gehen wir mal hier hin. Dann kann uns nur eine Spinne gleichzeitig angreifen. Genau, eine von euch beiden. Verteidigung, verteidigung. Du willst also zuerst. Auf die Nase, auf die Nase. Was? Okay, die beiden brauchen vielleicht doch etwas mehr Wahrnehmung beim nächsten Stufenaufstieg. Oh, und wir können ihre Fähigkeiten erhöhen. Das habe ich ganz vergessen. Schwert, 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 Schwert. Bestätigen. Axt, 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 Axt. Bestätigen. Schutz des Gläubigen ist die Hauptaufgabe. Erdmagie hat auf jeden Fall einen Regenerationsspruch. Ich glaube, ich steigere das mal lieber. Bestätigen. Und du, Feuer, 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 Feuer. Bestätigen. So, Feuer. Feuer. Weg mit dir, du verteidigst, du verteidigst. Hauen, hauen, hauen. Hauen, 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 hauen. Du passt unbedingt deutlich. Ja, okay, Eisstrahl. So, dich nehmen wir noch mit. Ah, Dolch. Sehr schön. Man muss nur meckern. Du, Dolch. Du kannst nicht mit dem Dolch umgehen? Was zur Hölle? Fertigkeiten. Dolch, ungelernt. Oh. Mist. Hätte ich beim Stufenanstieg vielleicht doch einen Punkt draufsetzen sollen. Was haben wir noch? Ein Ring, den wir, wo nichts drauf ist, der nichts bringt.
Und noch was zum Identifizieren. Können wir hier schlafen? Jo. Kiste. Verdächtig unbewachte Kiste. Oh. Eine Kristallkugel für Talana. Unidentifiziert. Und Sachen zum Verkaufen. Sehr schön. Das hier noch aufdecken, der Vollständigkeit halber. Und dann sollten wir auch mal kurz in die Stadt zurück. Also um neuen Proviant zu kaufen. Um neue Zaubertranke, Trinke zu kaufen. Und dann machen wir hier weiter. Das ist die falsche Richtung, oder? Ja, das ist die falsche Richtung. Da. Also vorne links rum. Und wir können die Aufgabe abgeben. Dann kriegen wir vielleicht noch mehr Gold. Noch mehr Erfahrungspunkte. Eventuell sogar genug für einen Stufenanstieg. Wobei ich das ein bisschen bezweifle. Ja, aber Gold kriegen wir bestimmt. Und können uns dafür bessere Ausrüstung kaufen. Und durch die identifizierten Sachen haben wir auch ein besseres Schild. Wir haben Handschuhe. Und so weiter. Und dadurch wird es dann, wenn wir das zweite Mal hier reingehen und ganz aufräumen, noch ein Ticken einfacher. Aber ich denke, jetzt machen wir erstmal eine kleine Pause und sehen uns gleich wieder.